Hey, so, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Und willkommen. Wir haben in der letzten Folge, haben wir sogar ziemlich gut was erreicht, aber ich habe von euch ein paar Tipps gekriegt und ich soll mal an PC gehen. Ist ja nicht so, als ob ich das gerade wäre oder so. Nämlich haben wir angeblich E-Mails, die wir sogar mehrere. Gnor, ich bin es, Dr. Panson. Sammelkarten schwer rausbekommen. Ich habe einzige Informationen zur Boosterpackung. Wenn du die gleichen Karten sammeln möchtest, dann spiel mehrmals mit denselben Personen, um einen bestimmten Boosterpackung zu bekommen. Bis du tust, kannst du gleiche Karten sammeln und verteilen, bla bla bla, Zusammenstellung eines Decks. Eine andere Möglichkeit ist Card Pop. Mit einem Freund. Sorry, hab keine Freunde. Wenn eine neue Karte, aber kannst du jedem Freund Card Pop einmal spielen. Also suche dir mehr Freunde. Ja, super. Such dir Freunde. Ja, das ist sowieso für uns. Aber danke dafür. Nehme ich gerne an. Nämlich habt ihr mir im letzten Part einige Tipps gegeben, wie ich nochmal an zusätzliche Karten komme. Und nochmal ein Bild. Das ist praktisch. Und Elektroenergie. Alle wertvolle Hinweise über E-Mails sendet. Jeder E-Mail hat Boosterpackungen zu. Also regelmäßig deine E-Mails. Hat er mich gerade angezwinkert? Das wäre mir nicht gefallen. Na, wie läuft es genau? Ich bin Dr. Manson. Na, wie Informationen über Alex Deck, das ist Meister der. Gibt's mir ein bisschen viel, also nur mal so. Ich hab den Typen jetzt schon platt, ne? Setze Kampf-Pokémon wie Tragosso und Rihorn ein. Dicta hat's gerissen. Nur mal so gesagt. Gib mir die Boosterpackung und sei ruhig. Schön. Ein Booster. Oh mein Gott, Machomai. Alter Schwede. Wie geil. Ja, Gegenschlag. Immer ein gegnerischer Angriff. Machomai Schaden zufügt. Selbst wenn Machomai kampffähig gemacht wird. Dieses Fehler den Punkt 10 Schadenspunkten zu. Oh mein Gott. Wie geil. Also, ist ein bisschen wie Rauhaut. 100 KP und Geowurf. Mit 60 ist Geowurf irgendwie. Ich kann gar nicht eingesetzt werden, falls Macho mal gegnerischen Angriff bereits schnell verwirrt oder gelähmt ist. Ja, ein Galopper. Oh, das wird ja auch mal Zeit. Das ist sogar ziemlich gut. Nur mal mit über Kopf für dieser Angriff. 20 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu werden. Blöde Angriff, bla. Mit über Kopf nächster Gegner schon zu mir Auswirkungen. Angriff, Galopper. Alter! Warte mal, Energie zu viel? Oh mein Gott, das muss auch rein? Oh Gott, ey. Krabi, Tragosso, ich liebe Tragosso. Kampfenergie, ja, danke. Oh mein Gott, das Booster war wirklich... Hör auf mich anzuzwinkern, Digga! Ich bin's, Dr. Manzi. Ich habe Informationen zur Olafs Deck. Ist Meister des Steinclubs. Hä? Oh, Stein gegen Pflanzen-Pokémon. Ich schlage vor, du brauchst das Deck der Pflanzenmedaillenmaschine ein. Bevor ich vergesse, hier eine Boosterpackung für dich. Oh yeah, geil, nochmal eine gute. Komm, gib mir was Gutes. Oh, ein Turteltalk. Schön. Regentanz. Natürlich kannst du dann bitte. Okay, gut, das ist derselbe Effekt. Portorado, Smetpo. Oh mein Gott. Smetpo. Smetpo, ja. Okay. Bisa Knops. Immuni Nebula. Was war das nochmal? Ein Pokémon auf der Bank deines Gegners und tausche es mit seinen aktiven Pokémon. Fies. Sandan. Oh mein Gott, Sandan. Cool. Wenn dein Pokémon während des nächsten Angriffs angegriffen versucht wird, dein Gegner eine Münze bei Zahl, dann ist der Angriff keine Auswirkung. Oh, geil. Ich mag Sander. Ich liebe Sandama. Also von daher. Und Pflanzenenergie. Oder weißt du, Steinclubs, Manson-Labor, Doc. Hör auf mich abzuzwingen. Dann habt ihr mir halt noch was anderes gesagt. Ich... Miau. Nämlich soll ich nochmal ins Labor, sobald ich es finde. Da unten war das. Miau. Nämlich meint ihr, dass hier irgendwo ein Typ sein soll, der... Die Autodeckmaschine nicht. Oh, bla bla bla. Hat mit der Maschine automatisch ein Deck. Fuck you. Oh, willst du gegen mich antreten, um ein Deck zu prüfen? Solltest du gewinnen, gebe ich dir eine Boosterpackung. Enthält nur... Ah, der Typ. Der Typ hier. An dem können wir angeblich verdammt gut Energiekarten farmen. Dass du gegen...
Mach mal hier, komm. Ja. Wird schon. Oh mein Gott, was bist denn du für eine? Das wird schon. Ich habe ja mittlerweile noch nicht so viele Pflanzentypen im Deck, von daher ist das eigentlich noch relativ okay. Mir haben ja meine Kampfenergiekarten gefehlt, aber doppelfarblos Magma Pinsir, oh. Okay, Pinsir, hoffentlich. Wobei mit doppelfarblos, ich glaube, das war... Es sei denn natürlich, ich habe jetzt verkackt. Dann habe ich natürlich... Hätte ich natürlich verkackt. Tagela. Und Magma, komm. Und wenn wir schon mal dabei sind, Fukano auch gleich. Was weg ist, ist weg. Okay. Das wird schon. Das wird schon zuverlässig sein. Positiv denken. Ich bin nicht als erster dran, von mir aus. Ich seh's. Okay, er hat einen Pikachu, also kann's mir relativ wurst sein. Das Pinsir. Pinsir interessiert das nicht. Ein Voltoball. Das interessiert ihn auch nicht groß. Und er setzt Nagen ein. Ja, er knabbert jetzt mal mein Pinsir. Nom, 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 nom. So. Eine Pflanzenenergie. Und das habe ich vergessen. Der braucht zweimal Pflanzenenergie. Das war das. Okay, Bill. 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 Power Plus. Und fuck. Ne, Fukano ist dasselbe. Das ist natürlich doof. Wie machen wir das? Mal überlegen, Moment. Lass mich mal gucken. Was hat Tangela nochmal? Okay, mit Tangela könnte ich tatsächlich sogar angreifen. Sogar ziemlich gut. Nur. Okay, wisst ihr was? Tangela kommt hier hin, kriegst du. Und du. Ja, dich lassen wir erstmal. Dich lassen wir erstmal panzern. Feuerenergie auf Pika. That's weird. Na? Ja! Fügt sich selber Schaden zu. Gefällt mir. Mal überlegen, soll ich ihn Pinsir killen lassen? Ich glaube, ich lasse ihn killen, weil ganz ehrlich. Ich lasse Pinsir jetzt einfach da, um, ja. Damit er machen kann. Tangela bräuchte noch eine Pflanzenenergie für... okay, aber das gefällt mir. Wenn wir Glück haben, haut sich das Ding nochmal selber eine rein. Na, komm. Geben wir ihm Pinsir. Ist mir egal jetzt. Sollte ja passen. Gibt Feuerenergie auf Voltoball. Na okay, Voltoball kann eh nur Tackle, von daher. Na. Das ist nicht cool. Gar nicht cool. Aber okay. Ich bekomm das hin. Das wird schon laufen. Ah, Computersuche. Eigentlich genau, was ich brauche. Müssen wir nochmal gucken. Okay, Magma und Fukano fallen erstmal aus. Aber ich möchte mit der Computersuche... Nämlich feuer ich meinen Fukano weg. Und ich feuer eine Doppelenergie weg. Und schnapp mir dadurch... Mal gucken, was ich für Optionen habe. Die Optionen sind relativ... Ich nehme eine Pflanzenenergie. Dann habe ich wenigstens mit Tangela was... Wenigstens was in der Hand. Vielleicht nicht unbedingt... Wobei, warte mal. Meine Hand war nicht die beste unbedingt. Ich hol mir Eich, genau. Ich hol mir Eich. Die packe ich jetzt... Wobei, nö, das wäre doof. Ich setze jetzt einfach Professor Eich ein. Vielleicht ziehe ich dann was Besseres. Mal ehrlich, vielleicht ziehe ich da einfach was Besseres. Also. Oh! Oh ja, oh ja, guckt euch das Blatt an. Oh, besser hätte es nicht laufen können. Oh mein Gott, besser hätte das überhaupt nicht laufen können. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Na komm, na komm. Ja! Ja! Tangela! Oh, besser hätte es gar nicht laufen können. Schlimmer hätte es gar nicht laufen können. Oh, oh. Hm? Ah ja, stimmt, er ist gelähmt. Aha, stimmt ja, da war ja was. Mein Freund ist ja gelähmt. Er ist ja gelähmt. Bill. Bill's hier. Ein Macholo und ein Glurak. Macholo packen sogar auf der Bank.
Er braucht irgendeine Energie. Da wir aber keine Pflanzen mehr so sonst haben, die wir gerade benutzen, können wir ihm einfach noch eine Pflanzenenergie geben. Kann er jetzt nämlich mit Giftstachel angreifen. Giftpeitsche, was auch immer. Zäh. Und Gift. Zwischenzug. Baboom. Tot. Gnor nimmt den Preis. Gib mal her. Dicta, oh. Mein bester Freund. Und Lektoball. Da war ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Tackle. Ich hab's mit dem Lektoball zu tun. Alles, was es kann, ist ein 20 Schadenpunkte Tackle. Ernsthaft? Ach, was soll's. Gut, in der Zeit... lass mich mal gucken. Hab ich lieber Magma... Ich glaube, ich hab lieber Magma draußen. Der hat auch keine Nebeneffekte, die einem irgendwo den Tag versauen. Also packen wir Feuerenergie auf Magma. Und vergiften den Kleinen. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt sehr. Und er ist immer noch vergiftet. Er hat ausgetauscht. Er hat ausgetauscht. Er kann auch nicht angreifen. Ich weiß genau, ihm fehlt eine Karte dafür. Ihm fehlt noch eine Energiekarte. Oh mein Gott, das läuft gerade so toll. Soll ich dann Gela zurückziehen? Ich meine, mit noch einer Feuerenergie kann ich zu Magma wechseln. Und ich kann... Ich könnte... Zur Not hätte ich noch was in der Hinterhand. Magma kann angreifen. Und zwar locker. 30, das macht ihm gut Schaden. Magma hält noch einiges aus, aber Tangela wäre halt jetzt mit dem Schlag tot. Und ehrlich gesagt möchte ich Tangela nicht opfern. Es benötigt zwei. Das pisst mir jetzt natürlich entgegen. Dann könnte ich immer noch Stachelspur reinsetzen. Also ich kann immer noch nerven damit. Erstmal Dicta auf die Bank. Ach komm, gut. Dann tauschen wir aus. Los, Magmar. Ich habe Energie schon verwendet, ne? Ja, habe ich schon. War mir nicht mehr sicher. Okay, in dein Gesicht. Baboom, baboom. So. Magma musste was einstecken, aber er kann immerhin was tun. Energiesuche. Und Feuerenergie an Fukano. Ja, jetzt kann er mit... Oh. Damit macht er ja... Boah, das ist ja so ein Arsch. Ach schade, ich habe natürlich das Power Plus nicht mehr vorhanden, ne? Das habe ich vorhin dadurch mit Eich weggegeben. Ah, das hätte ich bedenken müssen. Aber... Ich... gedenke, dieses Problem zu lösen. Glaubst du nicht ernsthaft, mein Freund? Sorry. Get drunked. Gaboom. Ah, perfekt. Elektroball. Man musste noch einen Ponita auf der Bank setzen. Tut nicht. Oh mein Gott. Jetzt will er es wissen. Okay, mein Freund. Aua. Okay. Alles cool. Kriegen wir hin. Können wir noch retten. Ich lasse aber Tangela erstmal in der Hinterhand. Ich glaube... Anschauen. Spielbereich. Nämlich Macholo hat keine Resistenz. Dicta hat die Resistenz gegen Donner. Das heißt, ich hau Dicta raus. Gegen Dicta kann er so mit Elektroball nichts machen. Oh, Relaxo, guten Tag. Mit Dicta angreifen kann ich auch. Und das wird wehtun. So. Okay, Magnetilo. Oh mein Gott, sag mal. Hör auf zu wechseln, du Arsch. Okay, aber kann nicht angreifen. Was sollte ich tun? Ich bin mir unsicher.
Nee, Pepi, bleib mal da, wo du bist. Maschok. Okay, ich kann wieder zurück. Ich hatte gerade Schiss irgendwo. Wo sind die Rückzugskosten? Keine. Oh. Okay. 30. Kriegst also nicht damit kaputt. Und was kannst du, wenn du nochmal 30? Du machst mir also. Du killst mich dann also. Das möchte ich eigentlich verhindern. Entwickeln. Packen Kampfenergie auf dich. Und dann sehen wir zu, dass wir wegkommen. Bei allem Respekt, ich möchte nicht, dass mein Pokémon dabei drauf geht. Weil ich kann... Ah, doch, ich überlebe so ein bisschen was. Gut, okay. Okay. Er hat keine... Oh, okay, ich hätte... Oh, nee, das heißt, ich hätte... Okay, das ist natürlich jetzt unglücklich gelaufen. Wenn ich gewusst hätte, dass er keine weitere Energiekarte auf der Hand hat, hätte ich ja Dick da draußen lassen können, gefahrlos. Naja, was soll's. Im nächsten Zug können wir diesen Pony mal in die Leviten lesen. Also bislang bin ich am Drücker hier, muss ich ja sagen. Warum habe ich Ratzfatz nochmal reingenommen? Ach ja, stimmt. Ich wollte die Donnerkarten raushaben. Da war ja was. So, und jetzt können wir mit Maschok dieses Pony kaputt schlagen. So, kampfunfähig. Knorr, gib mir einen Preis. Diktri! Ach hey! Und setzt Glumanda ein? Dude, du hast einen Elektroball, was sogar angreifen könnte. Ist der Typ dumm? Akani, brauche ich nicht mal mehr. Ich gebe dem Ding jetzt einfach ins Gesicht und dann ist Game Over. Baboom! Und tschüss, das war's. Game Over. Warum du das gemacht hast, ich habe keine Preise. Ich habe keine Preise? Was? Ich habe keine Ahnung. Oh, du hast gewonnen. Hier ist für dich versprochen. Ja, ja. Kolosseum, gib mir. Mach auf. Feuerkampf. Okay, geil. Einmal fast alles. Die Kampfenergie und die Feuerenergie. Oh, wie sieht's aus? Hast du ein Gefühl für ein Deck bekommen? Oh, wieder mit dir zu spielen. Eine andere Sache noch, die ihr mir gesagt habt. In den Nebenclubs sollen ja hin und wieder mal Leute sein. Soll ein Typ sein, der auch irgendwie... einem mehrere Booster gibt oder so. Irgendwie, der hat auch einen bestimmten Namen. Ich möchte mal was gucken. Vielleicht findet man den ja mal so ganz kurz nochmal. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt schon mein Deck wieder umändern will. Weil ich glaube eher nicht. Miau. Wassertypen... Der Wissenschaftlerclub ist auch so eine Gruppe von Nerds, also. Aber mal gucken, vielleicht haben wir nochmal eine neue E-Mail. Nö, leider nicht. Schade. Gut, dann machen wir uns, glaube ich, echt, wie gesagt, beim nächsten Mal darauf, den Steinclub zu besuchen. Ich glaube, wir haben aber noch ein klein bisschen Zeit, dass wir nochmal unser Deck ein klein bisschen umbauen können. Nämlich... können wir, nämlich, glaube ich, jetzt echt Ratzfratz und Radikal rausnehmen, genau wie Pipi. Ich lasse Relaxo jetzt einfach mal drin, ne? Dann für das rein. Feuerenergie haben wir eigentlich ganz gut. Ich hätte aber noch gerne mal die zwei Kampfenergie. Und ich muss noch mal gucken, weil ich möchte eigentlich noch ein paar Trainerkarten drin haben. Pokéball, Computersuche, Power Plus. Ich habe nämlich ein paar ziemlich gute Sachen. Ich glaube, ich nehme die beiden Tränke raus. Aber ganz ehrlich, 20 Punkte ist nicht die Welt. Kann zwar wirklich was ändern, aber... naja, auch nicht wirklich. Es gibt da so ein paar Sachen, die ich dann lieber drin habe. Zum Beispiel das hier. Tausche eine Karte aus deiner Hand gegen bis zu 2 Basis-Energiekarten von deinem Ablegestapel. Das ist mehr als praktisch irgendwo im Spiel. Und wir hatten auch noch was.
wollte doch noch irgendwas drin haben. Stimmt, wir haben 3 Pflanzen-Pokémon nur. Davon 2-mal Tangela, da können wir bestimmt auch was Besseres nehmen. Ich meine, wir haben jetzt, ach komm, wir nehmen Relaxo raus, ganz ehrlich. Brauchen wir nicht 4-mal Doppelfarblos? Da reicht einmal vielleicht. Mehr brauchen wir da im Moment nicht. Dann können wir jetzt nämlich, wir haben 8 Pflanzenenergie, das ist eigentlich eine gute Summe. Und wir haben 8 Kampfenergie. Dann kommen wir auf 26. Machen wir eine Feuerenergie rein. Und wow, Safkon ist tatsächlich nützlich. Tangela, Pinsel. Hätten wir auch irgendwas anderes Gutes bekommen? Nochmal ein Bisa-Knops, okay, aber Das ist ein bisschen tricky gerade alles. Nehmen wir nochmal einmal Bill, weil Karten ziehen ist immer gut. Karten ziehen tut immer gut. Haben wir hier vielleicht noch... Ach, wir haben Galoppa bekommen, stimmt ja. Ich vergaß. Galoppa können wir, glaube ich... Wobei... Es ist... Galoppa ist eigentlich ziemlich gut. Magma auch. Auch wenn ich Arcani liebe, aber... Ich glaube, die können raus. Sandan war, glaube ich, auch ziemlich gut, ne? Wie viel Energie hast du? 40, ne? Das ist nicht wirklich viel. Machomai. Machomai gefällt mir ja irgendwo. Versuchen wir mal Machomai. Ich meine, wir haben ja momentan so ein bisschen Kampfenergie drinne, auch 8 Karten. Aber jetzt brauchen wir ein paar Pflanzentypen. Ich meine, wir haben 6 davon und ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch ein paar davon rein. Wobei Tangela hat uns gute Dienste erwiesen. Oh. Okay. 40 KP und 30 für ein Pflanzenenergie, das ist gut. Und wir nehmen Nidorino rein. Jetzt haben wir 6. Können wir hier noch irgendwas... KP. Magma hat uns aber auch gute Dienste erwiesen immer. Ist auch ziemlich mächtig. Wir nehmen Vulpix zum Nerven. Speichern. Oh mein Gott, das hat ja länger gedauert, als ich dachte. Wir sind das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Training Card Game. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.